Ach Leute, willkommen zu Gaming spielt The Witcher 3 Wild Hunt. Wieder mal alleine, beschienen von einem großen Licht. Das macht uns alles nichts. Und, bevor es losgeht, passend zu diesem Spiel, etwas Deftiges, gutes Bier. A local warlord, and that she'd quarreled with a witch. So. Und wir sind dabei, uns in etwas zu begeben, wo wir nicht ganz abschätzen können, wie das enden wird. Nämlich, wir sind auf der Suche nach einer gewissen Ciri, die bei uns gelehrt hat, als sie noch ein junges Mädchen war. Und die wird von der titelgebenden Wilden Jagd verfolgt. Sowas ähnliches wie die Typen von Herr der Ringe, wo ich jedes Mal den Namen vergesse. Aber wenn man sie sieht, wisst ihr bestimmt, wen ich meine. Und wir suchen jetzt nach Informationen zu jemand anderem, der verschwunden ist. Nämlich von einem Baron, dem blutigen Baron, glaube ich, wird er genannt, dem seine Frau und Tochter wurden entführt. Ich bezahle euch. Maybe we can make a deal. We'll not plow in bargain with no one. Vengeance. That's what we want. What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries, lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse, and he's got hardened pustules all over him. Ah, okay. Just so happens I need the peddler alive, so if you agree to leave him alone for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all. Yes or no? Fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly. And cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Move out, boys. Super. So konnten wir aus der Situation, ohne sie zu bekämpfen oder täuschen zu müssen. Ich wollte sie immer bekämpfen anfangs, aber bin tierisch unterlevelt. Gut. Klopfen wir mal an. Stellt's auf Englisch, wenn ihr Englisch könnt, ein bisschen. Es ist deutlich besser. Open up, it's safe now. Devils, who do they bring? What seek ye? I need your help. Whoa, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the peddler awaits. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce, sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanted to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a peddler could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, no, nay. Peddler don't know. But the spirits could know. The peddler will augur, the spirits ask. Spirits? Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Princess! My goat! She's fled! Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible.
No goat. Won't work. Von Yoda er gelernt zu sprechen. Will you help me if I bring the goat back? Princess! Princess! Where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell! The little bell's ringing! She loves it! Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Okay. Questgegenstände. Drücke R1 oder halte R1 gedrückt, um einen Gegenstand zu verwenden. Kurze Zusammenfassung der Geschichte. Wir sind auf der Suche nach Ciri. Informationen zu ihrem möglichen Aufenthalt hat der rote Baron oder der blutige Baron, dessen Tochter verschwunden sind. Shit. Und jetzt müssen wir als erstes Tochter finden, etc. This way, I think. Und um die zu finden, brauchen wir den Weidler. Um den zu finden, brauchen wir dessen Ziege. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Ah, das war nix. Ich finde den Kampf echt anspruchsvoll. Also ich bin jetzt schon echt oft drauf gegangen beim Kämpfen. Und ich bin ja eigentlich kampferprobt, aber von Dark Souls. Aber es ist halt doch nochmal ein ganz anderer Schnack. Wir folgen einfach mal den Geräuschen, würde ich sagen. Ich finde dieses Detektivische irgendwie cool. Also. Ah, das war nix. Wir nehmen alles mit. Diesen Hundeteil können wir für irgendwas verwenden. Könnte sie. Da ist unsere Ziege. Die war doch hier in der Richtung. There you are. Here, goat. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. Die Prinzessin. Prinzessin in Not. Und jetzt? Come on, let's go see the Peller. Okay, die folgt uns jetzt. Should have guessed as much. What's a Witcher compared to a patch of wild strawberries? Come on, damn it. Das ist jetzt eine ganz neue Beschützermission für mich. Die lässt sich aber auch leicht. Take you back to the Peller. This is just something awful. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Der hat auch schon bessere Tage gesehen. Das ist ein Bär. Scheiße. Da wollen wir nicht hin. Bär! Bär! Run, you stupid piece of shit! Where the hell did you go? Time to end this. So, das sollte ein bisschen beschäftigen. Also
versuchen den jetzt einfach ein bisschen mit Feuer. Das läuft doch ganz gut. So, wenn er jetzt hier... Shit. So. Bär erschlagen. Das ist doch wunderbar. Nehmen wir natürlich alles mit. Kann man alles gebrauchen. Und es wird langsam Tag. Ist das nicht wunderschön? Also ich mag die Flora und Fauna hier echt. Und auch der Wechsel vom Wetter, das haben sie schon gut gemacht. Der Wald ist gar nicht so dicht, aber... Ach, diese Glocke. Ist gar nicht so dicht, aber dennoch ist das Gras und die Büsche, das wirkt schon echt gut. Die doofe Ziege her. Aber so sind sie. Mich wundert es ja schon, dass sie uns überhaupt folgt. So, gleich kommt sie. Yippie! Bären erschlagen, Wölfe erschlagen, Prinzessin gerettet. Wenn der jetzt die Milch von der braucht, gibt's Ärger. Talk about Anna and Tamara now. Know where they might be. Blood. We need blood. A living being. Der schlachtet jetzt das Viech. Fine. Be right back. Ah. Der melkt jetzt. Das war so klar. Will this do? Ich bin echt gespannt. Schade, dass man das am Boden nicht sieht. Immerhin, wir mussten sie nicht fangen. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for Ooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Pella's old, near blind. The princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown. Without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders. It seeks vengeance. A botchling. White wolf. Wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood.
Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Peller. Mm-hmm. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year. But we'll find a way, all the same. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Die Ziege ist sehr witzig. Ah, guckt euch diese Lichteffekte an. Ich freue mich immer, wenn Spiele schön aussehen, vor allem wenn sie detailliert sind. Stufe 4, ein Fertigkeitspunkt. Den weiß ich auch schon ganz genau, wo ich den einsetzen werde. Wir sind hier auf Charakter. Und wir gehen nicht... Nein, nicht Meditation. Nein. Hier müssen wir... Ara-Zeichen, Igni-Zeichen. Schutzschild. Täuschung. Wirkt sich in Geralt so. Gelung erhöht sich. Ich mag nämlich diese Überredungssachen sehr. Und deswegen werden wir die auch erwerben. Zack. Wie ihr seht, es lohnt sich, die Sachen hier zu sammeln. Haben wir hier was anderes? Okay. Man kann das jetzt gut finden oder schlecht finden, diese Komplexität. Sie haben es deutlich vereinfacht vom Kampf, wenn ich bedenke, auf dem PC den ersten Teil. Ich verstehe bis heute das Timing nicht. Es tut mir echt leid. Man hat einen leichten und schweren Schlag und einen leichten und schweren Block. So viel dazu, aber wann soll man wissen, wie man das einsetzt? Ich raff's leider nicht. Ich habe da wirklich Lust drauf. Ich mag Witcher, habe aber auch den zweiten Teil nicht sonderlich weitergespielt. Das Tutorial und dann beim ersten Endgegner scheitere ich komplett, weil ich das Kampfsystem nicht gerafft habe. Und vielleicht war ich auch komplett unterlevelt und man muss hier sehr, oha, man muss hier sehr darauf bedacht sein, zu leveln, dass man das richtige Level hat. Auch hier bin ich jetzt schon wieder fast unterlevelt, wie ihr gesehen habt. Ich bin jetzt erst Level 4, der Bär war Level 7. Was ist hier passiert? Oh, die Brücke ist kaputt. Und ich glaube, das Anwesen des Barons steht in Flammen. Deswegen nichts wegen. Leute, steht da nicht drum rum. Ihr müsst helfen. Uiuiui. Jetzt, die Tür, die nichts wiegt. Zack. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him? I believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Natürlich versuchen wir den zu retten. Da ist eine Leiter. Damn it.
Vielleicht können wir ein Schutzschild. Das Auto anzünden, dann brennt wirklich alles. Kommen wir vielleicht von der anderen Seite noch rein. Vielleicht hier? Geschlossen. Und das auch nicht zerstören, dann müssen wir von oben. Ah, jetzt sehe ich da. Dann ist man. Ehrlich gesagt, kommt zu Gott. Kann das aber auch nicht kaputt machen. Ich will mit dir reden. Open the door, sagt er mir. Ah. Es wird mir einfach nicht angezeigt, dass ich das öffnen kann. Der sollte eigentlich mit seiner... Before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Come on. They ran from you, didn't they? So, schön im Faustkampf gekillt. Nein, natürlich nur bewusstlos geschlagen. So, jetzt wird ein bisschen getunkt hier. Zur Vernunft getunkt. We need to talk. Der ist ja psychisch nicht so. Habt ihr nicht mittlerweile genug von vorher? Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Your wife? How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned. 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat.
Like no other, she knew where to press, where to pinch, some it would hurt. You beat her for that? For criticizing you? Ah, oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Hmm. Schwierig. Nicht bändigen konnte, du hättest mich im Schlappschwanz gehalten. Hm. Egal, ich weiß, wie ich sie finden kann. Kommen wir zum Punkt. Hier, interessiert mich doch nicht. I know about the baby. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillow instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless. On bloodied sheets. Dead. And it was my doing. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodom. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet and a war could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child?
wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher. My child was dead. Zeigen wir mal etwas Mitgefühl. I do. Thank you. And know that I hope you find your city. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubricant, they can bury us in it, Andy, either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Let us stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Tja, Leute, starker Tobak. Da kann ich gar nicht zu Wort kommen. Also, Geschichte und so, das haben die echt super gemacht. Ich bin sehr interessiert an den Charakteren und das will was heißen, weil ich bin wirklich kein großer Geschichtenfreund, vor allem bei so Spielen. Ich will da Action. Aber das hier, wie ein guter Film. Dann folgen wir dem mal. Man kann leider nicht langsam gehen in der Regel. No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Ah, das ist doch die richtige Stimmung. Es regnet. Es ist Nacht. Joe's a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm plowing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look! Alter. In the arse before we know it. Keep screaming, it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets very restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Ich
will einen Witcher filmen. Jetzt gerade. Alter. Back to the fortress. As I recall, you are the one wanted to test the old legends, change it into a lubricant. Oh, fuck. Ich habe so das Gefühl, dass ich die magische Falle benutzen können werde. Dass wenn ich die wirke, um das Viech zu beruhigen, um zu bannen. Wir können aber auch mal kurz in unser Glossar gucken, ins Bestiarium. Puh, jetzt weiß ich noch nicht, welche verfluchte Wesen wahrscheinlich. Fehlgeborene. Ein Fehlgeborener, hässlich zu nennen, ist, als würde man Scheiße als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die Wechselhandel ist es auch nicht. Lambert, Hexer von der Wolfschule. Fehlgeborene sind wohl möglich, die abstoßende Kreaturen der Hexer missvergnügen können, bla bla bla. Geboren, unverformt Fleisch, verzehrt von Hass, Angst und Bosheit. Diese grässlichen Kreaturen nähren sich vom Blut schwangerer Frauen und werden von sich irrsinniger Hunger getrieben, dass die Opfer meistens sterben. Wirksam. Verfluchtenöl und Axi-Zeichen. Dieses Axi-Zeichen werde ich auch dann ausrüsten. Dass, falls irgendwas schief geht, ich das wirken kann. Das war nix. Leute, da versuchen wir das nochmal. Letzter Spielstand laden. Hoffentlich war der da irgendwo. Die Ladezeiten sind leider ein bisschen lang. Und ich sehe schon, wir spielen dadurch noch ein bisschen weiter. Also, wir haben noch nicht viel gesehen, aber ich hoffe, euch gefällt es, was wir hier veranstalten. Mal gucken, ob ich auch noch irgendwo zu trinken habe. Cola habe ich noch. Retten wir uns mal außerhalb des Bildes, ne? Ah, die Ladezeiten. Da kann man schon mal aufs Klo gehen. Ist wie eine Werbepause. Kann man schon machen. Vielleicht schneide ich die auch raus. Kurz vor vier. Ah, schade. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. So. Gedankenbeeinflussung. Here's the spot. Wunderbar.
Da können wir ein bisschen überspringen. Vielleicht können wir auch nach der Sequenz speichern. Take it in your arms, quick. Keep screaming. It'll bite through. Back to the fortress. Vielleicht können wir jetzt gerade speichern. Shit, können wir nicht. As I recall, you were the one wanted to test the old legends. General Lubberkin. Fuck. Wir können mal gucken, wir haben gerade Handschuhe aufgesammelt, ob die was taugen. Die taugen auf jeden Fall. Können wir nicht speichern hier? Boah, dann müssen wir diesen Kampf überstehen. Jetzt gucken wir als erstes mal in unser Bestiarium. Das dürften Geister sein, Erscheinungen. Und ihr seid gegen Zeichen, Jürden und Quen anfällig. Magische Falle. Was war die Geheimnis da drin? Können sie sich gar nicht loswerden. Da haben wir dich. Damit hättest du nicht gerechnet, ha? Wunderbar. Gedankenbeeinflusser. Wunderbar. Gut, dass wir uns die Artikel durchgelesen haben. Das ist hier echt wichtig. Man darf nicht zu faul sein, sonst hat man hier keinerlei Chance, das zu überleben. Sorgt natürlich auch für Realismus, dass man die Sachen lesen muss. Und auch wenn ich jetzt da ein bisschen ins Gespräch reinquatsch, kann ich nur empfehlen, Sachen lesen, Nebenaufgaben machen. Aufgaben sind ganz wichtig. Da ist das Besiegen von Gegnern gar nicht so wichtig. Und ich muss sagen, es sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Oh. So. Magische Falle. Das ist leider nicht so sonderlich schnell. Ah. Jetzt zersäbeln wir nicht hier, oder was? Guckt euch das an. Mich zur Seele. Oh nein! Leute! Ach, das Problem ist mit dem Deckungsfeature. Man muss echt immer wieder drücken, damit er das Schwert auch reinnimmt. Wenn man gestunt wird, lässt er irgendwie die Deckung fallen oder ich weiß es auch nicht.
Es funktioniert auf jeden Fall nicht so, wie ich es gerne hätte. Und jetzt müssen wir wieder warten. Diese fliegen überall. Boah, und wir müssen alles nochmal von vorne machen. Weil man nicht speichern kann. Child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chosen. Good. The grip. What's the... Watch the... Einfacher wäre es natürlich, das Viech zu töten, aber wir versuchen ja unser Bestes. As I recall, you were the one who wanted to test the old legends and change it into a lubricant. Leider das Zeichen nicht wirken. Also wechseln wir gleich schon mal zur magischen Falle. Ziehen schon mal unser Schwert. Vielleicht können wir aber auch... Nein. Er lässt es uns nicht machen. Spectres. Watching scent attracted them. Do something. Hier ist wieder Ausweichen wahrscheinlich die bessere Möglichkeit. Betäubt. Benutzen wir mal den Apfelsaft, um uns zu heilen. What do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. The tales are true, by tomorrow it'll be a lubricant. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. So. Magische Falle wieder. Ziehen schon mal unser Schwert. Wir suchen uns einen besseren Spot.
Weichen gut aus. So, jetzt haben wir eine Falle. Jetzt können wir die auch. Müsst mal sehen, wie. Ah, shit. Drei Stück. So, der hat doch nichts mehr. Wieder einen erledigt. Na, wo ist er denn? So, dann müssen wir wieder einiges zu uns nehmen. No, so think of one. It's important. It's a girl. What would Anna have named her? Wir müssen hier unsere ganzen Fleischreserven aufbrauchen. Das bringt halt, wie ihr seht, echt nicht viel. Good. Now bury the body. What now? In one day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. The guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But... No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Gut. Das heißt, wir warten. Setzen wir uns hin und warten. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea.
Lead me to those bound to you by blood. Oh, du bist ja Flugs, sag ich mal. Genau, ein bisschen Fleisch verputzen auf dem Weg. Bin immer sehr gespannt. Ich meine, das Teil führt uns auf richtigen Wegen. Keine Zeit zum Kämpfen. Ah, shit! Plötze. Ah, das funktioniert wieder. Pferd. Okay, das Viech wartet. Wenn wir jetzt da sind, gibt's Ärger. Wir sind da. Jetzt wurde das Pferd endlich mal. Ah. Clothing. They change in here. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. He wants to show me something more. Und so verfolgten wir eine Art Kobold auf dem Weg zu einer Frau. Moderhaut. Also hier braucht man auch echt flinke Reflexe. Wie ihr seht, nein, Leute. Ach, wo sind wir denn? Wir sind bei einer Stunde. So ziemlich. Da würde ich sagen, bevor wir uns noch eine Ladezeit antun, beenden wir dieses Spiel. Und ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's vom Witcher 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, holt es euch selber. Ich wünsche euch, wenn ihr es nicht schon habt, viel Spaß beim Zocken. Das war's von mir. Ich bedanke mich und sage bis auf dann.